So, meine Aufgabe für heute ist, einen Träger zu zerflexen. Ich habe mir überlegt, dass ich nochmal, hier siehst du ja so eine angeschweißten Trägerstücken, dass ich da noch welche zwischensetze, und zwar ungefähr hier und ungefähr hier. Und das auf beiden Seiten, weil mir aufgefallen ist, dass die ganze Last im Grunde frei in der Luft schwebt. Sonst, wenn ich die jetzt nicht abfange, dann wird das immer so sein, dass da irgendwie, dass da irgendwas in Bewegung kommt und sich der Bauwagen nachher in irgendeine Richtung bewegt bzw. durchbeult, der Fußboden, und das will ich nicht. Und hier liegt der Träger. Und da will ich jetzt mal 4 Stücken rausschneiden. Und du bist live dabei. So, der erste ist fertig. Noch 2 Schnitte und dann bin ich durch.
So, heute geht es an das Streichen des Grundgestells und da habe ich von der Firma Bekatec einen schönen Farbeimer zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank für die Unterstützung nochmal an dieser Stelle an die Firma Bekatec. Ich habe mir gedacht, ich streiche den Anhänger oder das Gestell von dem Anhänger in Feuerrot, auch wenn man später nicht mehr viel davon sieht. Aber ich finde Feuerrot, oh, da fliegt gerade unsere Biene vorbei. Ich finde Feuerrot eigentlich klasse für ein Anhängergestell und deswegen habe ich mir die Farbe so bestellt. Achso, das ist übrigens eine Rostschutzfarbe auf Kunststoffbasis. Da kann ich direkt auf den groben Rost streichen. Ich habe natürlich alles, was lose ist, habe ich mit einer Drahtbürste abgebürstet. Und das soll jetzt so funktionieren. Gut, fange ich an. So, erstmal ein bisschen durchschütteln. Das nenne ich doch mal rote Farbe hier. So, kleines Zwischenergebnis. Ich habe ja die Farbe ausgerechnet, wie viel ich brauche dafür. Und die Angaben von der Firma Bekatec zur Verbrauchsmenge stimmen mit meinen Berechnungen auch überein. Also es ist nicht so, dass jetzt weniger Verbrauch angegeben wird, sondern die Verbrauchsmenge stimmt auch mit der Angabe überein. Ich habe vorher die Quadratmeterzahl ausgerechnet von dem Gestell und das passt.